Grüß euch aus dem Reutzer-Zentrum. Ich habe euch im letzten Video gesagt, dass wir heute Cherry-Schokorosine machen. Das kennen wir leider nicht, weil ich keine Schokorosinen gekriegt habe. Also wo immer die Schokorosinen sind, ich habe keine gekriegt. Leider. Machen wir in einem der nächsten Videos. Ich habe jetzt ein Bierchen in die Hand genommen, weil ich zuerst gewartet habe. Steht in dem Buch drinnen, ein Lesezeichen. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, habe ich mir gedacht. Das ist auch cool. Also einmal eine Info, das ist einmal das Nachhaltige vom heutigen Video. Ich habe mir aber gedacht, ich sage das Video nicht ab, sondern ich bin zufällig fertig. Ich kann euch jetzt einmal den Keller zeigen. Das schiebe ich da jetzt einmal ein, bis die Schokorosinen geliefert werden, okay? Also, alle bist bereit? Wir präsentieren einen Keller. Huh? Wir haben uns einen VIP-Club gebaut. Und zwar, wir haben, sieht man ihn vielleicht im Hintergrund, werden das nachher noch genauer einblenden, wir haben ihm ein super Logo gegeben, ist unsere Business-Abteilung oder wir haben mehrere Projekte unten, ist eigentlich nicht so gedacht, dass man da jetzt oben spazieren kann und da unten was bestellen kann, das ist nicht, aber du kannst den unten mieten, den ganzen Bereich unten, den was ihr jetzt sehen werdet, was man euch vorstellen könnt, das mieten für verschiedenste Sachen. Ich meine, gebaut habe ich, jeder weiß, meine Liebe zum Bitcoin oder in die Kryptowelt, kennt ja jeder, der mich kennt. Aber nicht nur das, sondern ihr könnt zum Beispiel auch, wir haben so eine Idee vom Kids Club, ja? Ihr könnt es dann auch für Kinder unten mieten. Jetzt ist eine Eisvitrine unten, aber das werdet ihr jetzt alles sehen. Also wir haben es eher exklusiv gebaut, also im Hintergrund sieht man das viele Leder. Wir haben das auch teilweise oder fast zur Gänze selber gebaut. Ich habe das mit meiner Truppe gebaut und kommt einmal mit. So, wir machen jetzt einen Streifzug durch diesen ganzen Bereich durch und ich erkläre ihm ganz kurz. Wir haben gleich beim Runtergehen, hätten wir da das ist eher unsere kulinarische Abteilung da. Da könnte man einen Empfang machen, wie auch immer, für Kinder mit einem Kindersekt oder für Erwachsene mit einem Prosecco für Erwachsene. Also kann man verschiedenste Sachen machen. Da haben wir unsere Eisvitrine, da haben wir eine Kaffeemaschine, wir haben eine wunderschöne Bar gebaut. Das wäre unser Logo, da sieht man es ganz besonders schön, das Logo. Wir haben alles wieder in diesem weißen Leder tapeziert. Und die Barplatten haben wir auch recht, müssen wir auch mal Danke sagen zum Rainer, der was uns die Barplatten da gemacht hat, war ein Ding, also der Tommy, unser Techniker in der Firma, der was alle technischen Probleme löst und hat machen wir das lassen bei seinem Freund, beim Rainer. Wir gehen dann nach vor, das ist eigentlich der Barbereich und das ist der Aufhaltsbereich und jetzt hat das Ganze noch einen Bereich. Kommen jetzt in einen Bereich rein, wo man praktisch ein Seminar machen kann oder eine Schulung machen kann oder einen Vortrag machen kann oder sich ein Fußballmatch anschauen kann. Da kannst du machen, was du willst in dem Bereich. Ist aber eigentlich eher für Bildungszwecke, würde ich sagen. Also man kann es für alles. Man kann aber einen Kinderfilm rennen lassen bei einem Kindergeburtstag. Kann man genauso machen. Wir haben da zwischen 25 bis 50 Sitzplätze. Je nachdem, wie man das stellt, man kann die Tische in verschiedenen Ordnungen stellen. Wir haben so ein recht tolles Konzept gemacht. Das sind alles maßangefertigte Sachen, dass der Raum optimal ausgenutzt wird. Wir haben auch hinten eine sehr, sehr große Projektionsfläche. Wir haben auch sehr tolle Akustik hinten. Man kann da jetzt eine Schulung machen für was auch immer. Kryptowährungen, sage ich halt, oder irgendwas anderes. Oder eine Urlaubsreise oder eine Australienreise oder irgendwas immer irgendwie. Von Technik her, du kannst in dieses System dich rein, so, du kannst per WLAN rein oder du kannst ein Handy ausschließen, du kannst einen Laptop ausschließen und das Coole ist, das muss man auch sagen, wie wir es gebaut haben und haben das erste Mal dahergesetzt, da haben wir einen richtigen Spaß gemacht. Das hat das Soundsystem der Disco noch. Und wir haben sich da vom David Guetta ein cooles Video angeschaut mit voller Akustik. Also das war schon sehr atemberaubend. Und dann haben wir dumm gelacht und dann haben wir sie aus YouTube runtergeladen. Signation vom Dorian Gray, falls das noch einer kennt. Da haben wir sie da hergesetzt und haben sie das Dorian Gray
dieses erste, dieses Intro da vom Dorian Gray haben wir da in voller Akustik da angeschaut. Und ich habe mir dort gearbeitet vor 35 Jahren, das war richtig lustig. Also, das kann man für Kindergeburtstage verwenden, da kann man Seminare machen, da kann man Familienfeiern machen, da kann man alles machen. Also das kann man richtig cool nutzen. Und das Gute ist, wenn du da irgendetwas hast, du kannst dann im vorderen Bereich die zusammenstellen und über das diskutieren, was man da hinten gesehen hat. Kann da vielleicht noch ein Prosecco trinken oder ein Ochtel oder wie auch immer. Wir haben auch Veranstaltungen herunten geplant schon. Die Kataria, die macht da so Events herunten mit ihren Stammgästen oder ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten, das soll ich die Katrin an ihrer Videos verraten oder vielleicht machen wir sie gleich gemeinsam das Video, ich weiß nicht. Ich mag die Katrin, ist echt cool. Junger, dynamischer, sehr aufstrebender, erfolgreicher Mensch. Mag ihn einfach, ist echt super. Müsst ihr mal kennenlernen, ist echt cool. Vielleicht sehen wir uns ja auch auf ihre Veranstaltungen der Hunden, würde mich wahnsinnig freuen. Dann haben wir Schulke Gerry, glaube ich, der für eh schon so, weiß ich nicht, macht auch hier unten ein Event, eher in die, wo ich halt daheim bin, Bitcoin, ist auch wieder Bitcoiner mit mir gemeinsam. Und Kindergeburtstag habe ich auch schon gesehen, sind auch schon zwei Interessenten da. Funktioniert diesmal auch anders, auch irgendwie ein bisschen cooler. Also das Eis können sich die Kinder dann aus der Vitrine, weil wir haben extra Eisvitrine hier unten einbaut, selber machen. Man kann auch vorne vorher sagen, was für Sorten die Kinder wollen und das gehen wir da runter und die können das dann selber rausnehmen. Also wenn das macht, kommt mit ein bisschen Videomaterial da mit. Man kann ja dann irgendwelche lustigen Sachen auch abspülen. Also die Kindergeburtstage funktionieren vielleicht ein bisschen anders jetzt, aber im Prinzip, ich glaube, dass sie noch hochwertiger werden, noch besser. Ich hoffe, ich kriege meine Schokotrauben, dass ich wieder über das, was mir wichtig ist, meine Cherry Schokotraube da ein Video machen kann. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Das war's wieder aus dem Rötzer Zentrum.